Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Bilder aus Afghanistan von den letzten Wochen waren und sind kaum auszuhalten. Viele von Ihnen, viele von uns haben Anrufe bekommen von Menschen, die für ein deutsches Unternehmen dort arbeiten und sagen, ich bin hier mit meinen Kleinkindern und ich komme einfach nicht mehr raus. Von Menschen, die jahrelang für deutsche Hilfsorganisationen gearbeitet haben und sagen, was sollen wir denn jetzt noch machen? Verzweifelte Menschen am Flughafen und zwischendurch hört man Schüsse und sieht rennende kleine Kinder. Mit der gestrigen Entscheidung der G7 und Ihrer Ansage, Herr Außenminister, wir kriegen nicht mehr alle Menschen raus, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass diese Bilder furchtbare Realität werden. Und ehrlich gesagt verstehe ich da einige dieser Debattenbeiträge der Großen Koalition an dieser Stelle gar nicht. Mit der Haltung, irgendwie ist es ja doch nicht so schlimm gelaufen. Was können Sie diesen Menschen sagen? Das sind deutsche Staatsangehörige, die mit der Ansage des deutschen Außenministers, wir kriegen nicht mehr alle raus, jetzt in Afghanistan bleiben, mit kleinen Kindern. Das sind Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler, wo noch vor einer Woche gesagt wurde, die holen wir da jetzt raus. Die werden jetzt dort bleiben, weil Sie gesagt haben, in 2 Tagen ist dieser Evakuierungseinsatz zu Ende. Und wenn wir unserer Verantwortung hier als Deutscher Bundestag, wir diskutieren hier ja als Parlament, mit einem kleinsten Ansatz nur gerecht werden wollen, dann müssen wir dieses Desaster jetzt aufklären und nicht schönreden. Das sind wir nicht nur den afghanischen Ortskräften, das sind wir nicht nur den über 100 deutschen Staatsangehörigen, die nach wie vor dort sind, das sind wir nicht nur den Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtlern schuldig, die sich auf das Versprechen der Bundesregierung verlassen haben. Wir holen euch raus, sondern auch den Soldatinnen und Soldaten, den Bundespolizisten, den Diplomaten und Hilfsorganisationen, die unter widrigsten Umständen in den letzten 20 Jahren und zum Teil unter Lebensgefahr alles dafür getan haben, um Menschen zu schützen, um das Land aufzubauen, um Infrastruktur aufzubauen, Bildung, Wasserversorgung, eine Zivilgesellschaft. Denjenigen sind wir jetzt schuldig zu sagen, wo die Fehler gelegen haben. Und stellvertretend für alle hier will ich auch Herrn Hauptmann Markus Grotja nennen. Er und viele andere haben versucht, in Eigenregie in den letzten Wochen, weil sie ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind, Ortskräfte außer Landes zu holen. Und natürlich stimmen wir als Grüne diesem Mandat jetzt zu. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir damit alles getan haben. Wenn wir diesem Mandat zustimmen, wenn wir sagen, Soldatinnen und Soldaten haben bis zuletzt alles getan, dann sollten wir den Soldatinnen und der Soldaten der Bundeswehr auch ganz genau zuhören. Denn Herr Grotjan hat auch noch gesagt, und damit trifft er den Kern des Problems, wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt, und das ist beschämt. Es unterstreicht, in welch außenpolitisches Desaster Sie als Bundesregierung in den letzten Wochen nicht nur die deutsche Bundeswehr, sondern die Menschen in Afghanistan, die sich auf unsere Hilfe verlassen haben, geführt haben. Und natürlich Sie haben Joschka Fischer zitiert, Frau Bundeskanzlerin. Natürlich ist Außenpolitik nie einfach. Das ist ganz oft ein Dilemma. Es ist oftmals die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und trotzdem bedeutet das dann, man muss in Krisensituationen eine Entscheidung treffen. Und das bedeutet dann auch, wenn wir hier sagen, wenn eine Verteidigungsministerin sagt, ich habe Fehler getan, dann müssen wir doch auch sagen, was ist der Kern dieser Fehler gewesen? Und der Kern dieser Fehler gewesen ist nicht, dass man sich entscheiden muss in ein Dilemma, sondern dass Sie als deutsche Bundesregierung, und das bezieht den Außenminister, die Verteidigungsministerin, den Innenminister, aber eben auch das Kanzleramt und auch den Vizekanzler mit ein, Sie haben politisch in den letzten Wochen entschieden, wo man handeln musste, dass innenpolitische Motive höher gewettert werden als unsere deutsche außenpolitische Verantwortung. Warum sonst haben Sie Alarmsignale und Warnungen von Diplomaten, von deutschen Diplomaten vor Ort einfach weggewischt? Noch am 23. Juni hier in diesem Haus haben wir mit unserem Antrag zum Gruppenverfahren für Ortskräfte darum geworben, dass diese Ortskräfte herausgeholt werden, weil sie mit dem Leben bedroht sind.
Und im April, als US-Präsident Biden den Abzug angekündigt hat, haben wir auch an dieser Stelle hier darüber gesprochen, dass natürlich der Lagebericht in Afghanistan angepasst werden muss durch das SPD-geführte Außenministerium. Herr Mützenich, das wissen Sie ganz genau. Und warum haben Sie das nicht getan? Man kann ja jede Entscheidung begründen, aber dann muss man auch dazu stehen. Warum haben Sie das nicht getan? Weil Sie weiter nach Afghanistan abschieben wollten. Das gehört zur Ehrlichkeit der Debatte mit dazu. Noch wenige Tage, und das können Sie ja nachlesen, noch wenige Tage vor dem Fall Kabuls erklärte Horst Seehofer als Innenminister gegenüber der EU in einem Brief, das kann ja jeder nachlesen, dass man bitte weiter nach Afghanistan abschieben soll. Ebenso erklärte der Vizekanzler Olaf Scholz in einem Interview zu diesem Zeitpunkt, dass man ebenso an der Abschiebung weiter festhalten wolle. Und dass sie letzte Woche im Innenausschuss dann auch noch erklärt haben, also mit den Visa habe es ja eigentlich nicht so viele Probleme gegeben, man hätte die ja über IOM in anderen Ländern beantragen können. Entweder wissen Sie nicht, wie die Lage in Afghanistan war, oder Sie verschließen ganz bewusst Ihre Augen. Sie haben die politische Entscheidung dafür getroffen, dass Visa-Verfahren kaum mehr möglich waren. Sprechen Sie doch mal mit den Ortskräften, die diese Visa beantragt haben. Sie hätten nach Pakistan ausreisen müssen, wo man gar nicht mehr ausreisen konnte. Da kann man doch nicht sagen, es war theoretisch möglich. Nein, die Menschen waren in einer Falle. Und wenn wir jetzt politisch daraus Konsequenzen ziehen wollen, und das haben Sie ja alle gesagt, wir müssen das aufklären, dann bedeutet doch aber Aufklärung auch, dass man bereit ist, sich ehrlich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was ist wo schiefgelaufen, wer wusste was, warum wurden die Dinge der Dienste nicht ausgewertet. Und deswegen braucht es einen Untersuchungsausschuss. Und, liebe SPD, lieber Herr Mützenich, Sie sind ja lange genug im Parlament. Nach außen klingt das ja irgendwie gleich, Untersuchungsausschuss oder Enquetekommission. Aber jeder, der in diesem Parlament hier sitzt, der weiß ganz genau, was der Unterschied ist. Bei dem einen kann man Zeugen einladen, man kann Akten beantragen, bei dem anderen werden Schlussfolgerungen für die Zukunft getroffen. Wie sollen wir denn Schlussfolgerungen für die Zukunft treffen, wenn wir nicht bereit sind, über Fehler der Vergangenheit zu reden? Wenn Sie aufklären wollen, dann stimmen Sie einem Untersuchungsausschuss jetzt noch zu. Und da Sie da schon jetzt mit anfangen, mit dem Finger zwischen Außenministerium, Verteidigungsministerium, Kanzlerinamt aufeinander zu zeigen, wer wie wo schuld ist, haben wir im Auswärtigen Ausschuss ein Löschmoratorium beantragt, damit Akten jetzt nicht gelöscht werden. Wir haben das ja schon mal erlebt, dass plötzlich die Akten verschwunden worden sind. Und dass Sie dem nicht zugestimmt haben, sondern als SPD und CDU das abgelehnt haben, zeigt, dass Sie an Aufklärung nicht interessiert sind. Sie rufen jetzt rein, ja, das ist jetzt Opposition. Wissen Sie was? Nein. Wissen Sie was? Wenn wir hier über Mädchen- und Frauenrechte reden, dann müssen wir doch nicht sagen, die müssen wir irgendwie stärken. Sondern wenn Sie die Berichte hören, dass Taliban in den Dörfern jetzt wieder durchs Land ziehen, wenn Sie da hören, dass sie erst bekocht werden von der Familie und dann 10- bis 70-Jährige vergewaltigt werden, dann können wir doch nicht sagen, wir gehen einfach mal in die nächste Bundesregierung, in das nächste Parlament und gucken dann mal, wie wir aufklären. Nein, unsere Verantwortung ist das, hier gemeinsam in diesem Moment zu beschließen. Und das bedeutet auch, hier in diesem Moment alles noch dafür zu tun, was wir tun können. Das bedeutet, einen Afghanistan-Gipfel jetzt einzuberufen, an dem natürlich alle NATO-Staaten beteiligt sind und die Anrainerstaaten, damit wir über die Unterstützung im Land reden können, damit wir über die Unterstützung von den Vereinten Nationen und der Unterstützungsmission vor Ort reden können. Und es bedeutet auch, eine aktive Außenpolitik in Zukunft selber zu gestalten, sich nicht immer wegzuducken. Und da wundere ich mich wirklich sehr, bei allem Respekt, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie hier nach 16 Jahren Amtszeit, 16 Jahre von 20 Jahren, am Ende sagen, ich habe ganz, ganz viele Fragen.
Auch diese Fragen wurden in diesem Deutschen Bundestag 16 Jahre lang immer wieder diskutiert. Warum gibt es keinen politischen Prozess? Was passiert, wenn immer nur Aufstandsbekämpfung betrieben wird? Was passiert, wenn eine US-Regierung vor allen Dingen sich auf Terrorismusbekämpfung bezieht und die Zivilgesellschaft nicht unterstützt wird? Was passiert, wenn eigentlich die Korruption nicht bekämpft werden wird? Wir haben immer wieder gefordert, wir müssen das evaluieren. Das haben Sie von den Unionsfraktionen immer wieder abgelehnt. Und das ist eins der Probleme, weswegen wir heute so dastehen. Frau Kollegin Baerbock, einen Moment. Sie haben jetzt die gesamte Redezeit Ihrer Fraktion schon weit überschritten. Und deswegen bitte ich Sie, zum Ende zu kommen. Außenpolitik ist immer eine Abwägung zwischen Dilemma. Aber Außenpolitik bedeutet auch, in schwierigen Momenten zu handeln und nicht in den Kopf in den Sand zu stecken. Das sind wir nicht nur den Menschenrechten, sondern der Sicherheit in unserem Land schuldig. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabriela Heinrichs, SPD.